Mein Traum ist endlich wahr geworden, ich bin in einem Videospiel. Ja, du hast nicht verstanden, in einem verdammten Videospiel. Und zwar in Shakes and Fidget. Die Entwickler haben mich eingebaut und zwar konntet ihr auswählen, wie ich aussehen soll. Und ihr habt euch entschieden, dass ich so aussehen soll. Moment, ich schau kurz mal, wie ich im Spiel. Seht ihr irgendeine Ähnlichkeit? Irgendeine? Bitte? Bitte sag mir ja. Auf jeden Fall bin ich das im Spiel und wie ihr sehen könnt, ich bin wieder Stufe 1, weil darum. Ich bin Stufe 1, weil wir haben den Server gewechselt. Jetzt spielen wir auf Welt 42. Unser Ziel ist es, dein und mein Ziel ist es, die stärkste Gilde auf dem Server zu werden. Die allerstärkste. Und ich brauche die Hilfe von jedem Einzelnen von euch. Denn wenn ihr das nicht tut, dann sind wir nur die zweitstärkste, weil Snily hat auch seine Gilde und wir wollen stärker sein als er. Hört zu, ich habe Codes, die schicke ich euch, wodurch ihr Pilze bekommt, wodurch ihr schneller aufleveln könnt, okay? Das Einzige, was ihr tun müsst, ist einfach nur in die Gilde zu kommen. Die Gilde nennt sich Badass Army. Also kommt da rein, ich fange auch wieder ab Stufe 1 an, was irgendwie geil ist, weil ich mag es, neu anzufangen mit irgendwas. Ich weiß nicht wieso. Ich werde das Spiel täglich spielen und wenn das jeder von euch tut, der in der Gilde ist, dann geht die Party ab. Wie gesagt, ich habe Codes, dadurch schicke ich euch dann und dann könnt ihr mehr Pilze bekommen, wodurch ihr schneller auflevelt, was richtig geil ist. Checkt das Spiel in der Beschreibung aus. Abonnieren kostenlos, denn sonst wirst du nie in einem Videospiel sein. Lasst dann noch oben dafür mehr Videos. Nun, das Ding ist, wie gesagt, ich bin wieder Stufe 1. Und naja, es gibt ein Oktoberfest-Update. Hi, Lady, okay. Auf jeden Fall gibt es mehr XP und so weiter und so fort. Und es gibt eine neue Klasse, und zwar die Druiden-Klasse. Der Druide trägt aktuell keine Maske. Ab Stufe 10 kannst du die Bärenmaske aufsetzen. Ab Stufe 25 kannst du die Katzenmaske aufsetzen. Ich muss sagen, ich bevorzuge eher eine Bärenmaske als eine Katzenmaske. Aber okay, ich nehme einfach beides. Okay, ich bin mit beidem zufrieden. Vielleicht sieht die Katzenmaske ja sogar ganz geil aus. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird der Druide wahrscheinlich sehr stark sein. Und ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Taverne und werden ein paar mich. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Wisst ihr was? Wir werden als erstes am Glücksrad drehen. Wir werden einfach so oft drehen, wie es geht und alles holen. Das ist richtig. Oh, alles schön, schön viele Sachen holen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, das war's für heute. Mehr kann ich nicht machen. Dann gehen wir in die Taverne, auch wenn ich ein bisschen abgelenkt bin von Natascha gerade. Was zum Teufel, Natascha? Du hast ein tolles Outfit. Diese Welt ist frisch eröffnet und du bist von Anfang an dabei. Zur Belohnung gibt es in diesen Tagen mehr Erfahrungspunkte, mehr epische Gegenstände, ab Stufe 50, mehr Gold und erhöhte Chance auf Pilze am Wegesrand. Okay, das ist episch. Dann lass uns einfach mal Mission erfüllen. Oh, ich habe kein Tier, stimmt. Ist ja eigentlich egal, aber ich glaube, ich sollte mir schon ein Tier leasen, oder? Gut, bei mir ist es nicht allzu wichtig momentan, weil ich sowieso die Missionen überspringen werde. Aber wir nehmen am besten immer das, was uns die meisten XP bringt. Warte mal, warte mal. Habe ich Treibsanduhren, um es zu verschnellern? Oh, hier bekommen wir sogar einen Gegenstand, okay. Oh, ich bin Level 2. Okay, das geht am Anfang natürlich sehr schnell, also keine Frage. Alter, wir bekommen jetzt schon 1000 XP für eine Mission. Ja, ich habe Treibsanduhren, aber wie viel habe ich denn bitte? Wie viel Treibsanduhren habe ich? Und ich bin Level 3, wow. Das geht echt mega schnell. 1400 XP. Also wie gesagt, ich mache immer das, was die meisten XP bringt. Aber, naja, ihr könnt euch entscheiden, was ihr machen wollt. Und ich meine, im Endeffekt kann man auch das machen, was einem die besten Waffen gibt und so. Aber ich bevorzuge XP. Ich mag Level, okay? Level 5 schon. Okay, das geht echt mega schnell. Und da ist ein Geist, der will mir auch eine Mission geben. Vielen Dank, lieber Geist. Wow, 1659 XP. Das ist sehr gut. Das ist Stufe 6 schon. Oh mein Gott, geht das schnell. Alter, ist das jetzt, weil es mehr XP gibt? Oder ich bin mir gerade gar nicht sicher. So schnell? Ich meine, davor ging es auch auf jeden Fall schnell. Aber nicht so schnell auf jeden Fall, oder? Weil ich bin jetzt schon Stufe 7. Mein Inventar ist voll. Oh, das ist natürlich blöd. Aber danke, dass du mir das sagst. Trank des Gewichtshebers, Stärke. Nehme ich gerne, es gibt mir mehr Stärke. Ich meine, dieser Stock ist stärker, also nehme ich es einfach mal. Wurzel allen Übels. Ich finde, die Waffe sieht so geil aus, aber gut, ich sollte es verkaufen, weil ich meine, wenn es nicht so gut ist, richtig? So, dann packe ich es mal alles hier rein. Warte mal, was besser? Das ist auf jeden Fall besser. Da können wir das Blaue verkaufen. Und Dreck des Grobschlächtigen. Nehmen wir einfach mal. Perfekt. Wir können unsere Stärke und alles updaten, beziehungsweise verbessern. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich werde mich jetzt mal um die Mission kümmern, weil einmal am Tag will ich alle Missionen einmal machen, was für mich sehr wichtig ist. Und ich bin schon Stufe 8, ja. Das muss was mit den XP zu tun haben. Das geht nämlich so schnell gerade, dass ich aufleveln, ne? Das ist halt ein Spiel, was man täglich spielt. Und dann hat man mehr Level, man wird immer stärker und man hat dann eine Gilde. Und das Ziel ist halt, die stärkste Gilde auf dem Server zu haben. Und das ist unsere Chance, die stärkste Gilde zu haben, weil es gibt wortwörtlich nur einen Konkurrenten, okay? Nur einen einzigen Konkurrenten und das ist mein Freund. Also, das ist das Problem. Deswegen, wir wollen die stärkste werden und dafür werde ich sorgen. Ich werde das täglich spielen und ich werde die stärkste Gilde im Spiel. Okay, also jetzt haben wir die Bärenmaske. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Ich bin gespannt auf die Katzenmaske, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Und wenn es so weitergeht mit den Leveln, dann bin ich mir sicher, dass es auf jeden Fall sehr schnell gehen wird. Also mit der Katzenmaske. Level 11 bin ich schon. Wir haben hier noch was bekommen. Was ist das hier? Wozu ist der Schlüssel? Warte mal, war er nicht für die Dungeons? Ich bin mir ziemlich sicher, oder? Ja, der ist für die Dungeons. Okay, da können wir auch noch reingehen. Heute theoretisch. Es wird auf jeden Fall episch. Aber erstmal will ich, wie gesagt, alle Missionen zu Ende machen. So, unsere Abenteuerlust ist vorbei, aber wir können einfach, ja, indem wir Bier trinken, unsere Abenteuerlust nochmal verbessern, weil anscheinend macht Bier Lust auf Abenteuer. Ich bin mir nicht sicher, seit wann das so ist.
ist, aber anscheinend ist das so. Also akzeptiere ich es aber mal. Und wir sind schon Level 13. Perfekt. Und Level 14. Weiter geht's. Level 15. Ich werde ein bisschen Abenteuerlust noch behalten. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erst mal. Wir haben ja 692 Geld. Die Festung können wir noch nicht aufbauen. Das dauert, glaube ich, noch. Stufe 25 müssen wir sein. Okay, stimmt. Hier können wir mal reingehen und versuchen zu kämpfen. Mal schauen, können wir gewinnen? Nee, ne? Dazu müssen wir auf jeden Fall stärker werden. Ja, das steht fest. Wir müssen stärker werden. Dann lass uns mal. Ja, Rüstung ist so wichtig. Das steht auf jeden Fall fest. Und dann haben wir eine neue Waffe. Okay, nice. Das Ding ist, ich habe keine gute Rüstung. Das ist das Problem. Deswegen kämpfen wird ein riesiges Problem sein. Aber ich habe ja gerade erst begonnen. Ich werde ja eh jeden Tag spielen. Lass mal gegen den Loser kämpfen, um. Oh, nice. Ich habe ihn besiegt. Alter, Stufe 16. What? Die sind stärker als ich, oder? Lass mal gegen die kämpfen. Ich habe kein gutes. Ja, nee. Ich habe logischerweise keine Chance gegen die, weil ich bin so schnell aufgelevelt, aber ich habe noch keine Rüstung. Also, eine Chance habe ich nicht wirklich. Wir können aber ein paar Sachen verbessern. Zum Beispiel Stärke. Aber wir sorgen dafür, dass wir nicht komplett alles ausgeben. Machen wir Stärke auf 50. Dann Geschick würde ich auch gerne auf 50 machen. Oder auf 40. Machen wir Geschick auf 40. Intelligenz ebenfalls auf 40. Ausdauer machen wir so auf 3. Ja, machen wir auf 40. Genauso wie Glück. Glück gehört ab und zu dazu, okay? Ein bisschen Glück zu haben ist halt so ein. Das gehört halt dazu, okay? Und wir haben zu wenig Rüstung. Das heißt, ich gebe jetzt das Rest des Geldes auf jeden Fall für meine Stärke aus, weil das wichtig ist. Und Rüstung müssen wir dann halt irgendwie bekommen oder kaufen. Ich könnte auch ehrlich gesagt eine Rüstung kaufen. Normalerweise bekommt man gute Rüstung bei Missionen, aber ich denke, okay, das reicht erstmal. Wir haben jetzt. Ich gehe mal auf 140. Okay, perfekt. Wir könnten in den Waffenladen gehen und hier nach Rüstung gucken, damit ich wenigstens irgendwas habe. Das könnte ich machen. Ich meine, das hat 51 Rüstung. Gibt es eine bessere hier? 82 Rüstung. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht so die schlauste Idee, mir das hier zu holen, aber auch Schuhe können wir uns auch Spaß mal holen, damit wir einfach erstmal voll sind, okay? Ein Gürtel können wir reinmachen. Einfach alles voll machen, okay? Dann noch Handschuhe und eine Kette würde ich gerne haben. Beziehungsweise ein Ring. Achso, das ist ein Ring, natürlich. Ich denke, die bekommt man nur in Mission tatsächlich. Also, ich sehe jetzt hier keinen, leider. Ist okay. Wir können uns hier eine Treibsanduhr holen. Damit können wir Mission überspringen. Dann hier sowas hier. Also, was Blaues. Das gibt uns mehr Stärke. Oh, Platz belegt. Oh, stimmt. Lass mal kurz jetzt hier reingehen und gucken, ob wir eine Chance haben. Alter, ja, wir müssen eine Chance haben gegen den. Ja, okay, also, wie gesagt, ab und zu gehört ein bisschen Glück dazu. Kann ich den auch noch besiegen? Ja, nice. Jetzt sind wir beim dritten Gegner. Den kann ich wahrscheinlich nicht besiegen, oder? Nee. Der ist auf jeden Fall deutlich zu stark. Okay, dafür probiere ich es gar nicht erst, weil der ist zu stark. Da müssen wir doch aufleveln und erste Rüstung bekommen. Das steht auf jeden Fall fest. Warte, wir können hier nochmal. Oh, hier gibt es eine Kette. Die wollte ich doch haben, eine Kette. Perfekt. Und ich bin Level 7. Nee, Level 16 jetzt. Ich habe keine Abenteuerlust mehr, okay. Also, wie gesagt, folgt meiner Gilde. Kommt einfach rein. Ich werde euch annehmen. Wir wollen die stärkste Gilde im Server werden. Checkt das Spiel in der Beschreibung aus, falls ihr es noch nicht kennt. Es macht mega Spaß. Das Spiel gibt es auch auf Handy. Also, es ist einfach episch. Man kann es einfach nebenbei immer spielen. Es ist einfach cool. Wie gesagt, meine Gilde heißt Badass Army, so wie sie auch heißen sollte. Abonnieren kostet es, keine Videos zu verpassen. Lasst eine Runde für mehr Videos und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.